رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. Prophet Muhammad a.s. sagte, wenn der Monat Ramadan kommt, werden die 8 Tore des Paradieses weit geöffnet, die 7 Tore der Hölle geschlossen und die Schayatin an Ketten gefesselt. Dadurch erreichen wir die großartige Barmherzigkeit von Allah. Es sind nur noch wenige Tage, bis wir diesen sehnsüchtig erwarteten Monat erreichen. Und aller Anfang ist schwer, das ist jedem von uns bewusst. Vor allem, weil Fasten nicht bedeutet, nur aufs Essen und Trinken zu verzichten, sondern es fasten tatsächlich alle Gliedmaßen. Die Zunge, die Augen, die Ohren, die Hände und so weiter. Muhammad a.s. sagt, derjenige, der die üble Nachrede und die Lästerei nicht unterlässt, hat während dem Fasten nur gehungert. Inshallah werden wir diesen Monat nutzen, um uns einige dieser Eigenschaften abzugewöhnen und uns von unseren vorherigen Sünden zu reinigen. So wie Muhammad s.a.w. sagt, jedem, der den Monat Ramadan aus Glauben heraus und Hoffnung auf Allahs Belohnung fastet, werden seine vorherigen Sünden vergeben. Wir haben also einmal im Jahr eine gute Möglichkeit, uns komplett zu reinigen und einen Neustart zu beginnen. Wobei dieser Monat auch nicht sein sollte wie eine Ozeanwelle, welche kommt, zwar für den Moment schön ist, aber genauso schnell auch wieder geht und anschließend vergessen ist. Es sollte eher sein wie ein Tsunami. Er kommt, hinterlässt seine Spuren und auch nach 20 Jahren erinnert sich jeder daran, der ihn erlebt hat. Möge Allah uns ermöglichen, diesen gesegneten Monat zu erreichen. Nicht-Muslime werden sicher nie verstehen, warum wir eigentlich diesen Monat so verherrlichen. Ich meine einen Monat, in dem wir vom Frühlicht bis zum Sonnenuntergang auf alles Genüssliche verzichten. Aber sie kennen auch nicht Allah und seine unbegrenzte Großzügigkeit und Vergebung. Muhammad s.a.w. sagt, jede gute Tat zählt bei Allah 10 bis 700-fach. Und es ist das Fasten, welches mit sogar noch mehr belohnt wird. Beispielsweise wissen wir, dass ein gelesener Buchstabe aus dem Koran 10 Hasanat bringt. Sprich, alleine für das Lesen von Alif Lam Mim bekommen wir 30 Hasanat. Und übrigens, gute Nachrichten an diejenigen, welche Schwierigkeiten haben, den Koran zu lesen, denn Muhammad s.a.w. sagte, dass diese sogar den doppelten Lohn bekommen. Möge Allah es uns erleichtern, unsere Pflichten nachzukommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer Überlieferung, mein Diener nähert sich mir mit nichts Besserem als durch die Pflichttaten und anschließend durch die Freiwilligen, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Auge, womit er sieht, sein Ohr, womit er hört, seine Hand, womit er greift und sein Fuß, womit er geht. In einer anderen Überlieferung wird gesagt, dass wenn Allah einen seiner Diener liebt, er zu dem Engel Jibril sagt, ich liebe meinen Diener so und du sollst ihn auch lieben. Daraufhin liebt ihn Jibril und ruft den anderen Himmelsbewohnern zu, dass er den Diener so liebt und diese Himmelsbewohner ihn genauso lieben sollen. Woraufhin dann dieser Diener von allen Himmelsbewohnern geliebt wird. Subhanallah. Manche können sich, oder ich denke, wir alle können uns nicht vorstellen, in einer solchen Kategorie zu gehören. Ich denke, wir alle haben Berge voller Sünden, welche wir teilweise als große Verbrechen sehen. Und vielleicht sogar dadurch die Hoffnung verlieren, überhaupt zu fasten. Shaitan möchte uns natürlich das Gefühl geben, wir seien Heuchler. Was, einerseits gehst du in die Disco und andererseits tust du auf gottesfürchtig und fastest. Dieser Gedanke ist falsch, das ist einer der größten Tricks von Shaitan. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, derjenige, der nur einen Tag für Allah fastet, dem errichtet Allah ein Graben zwischen ihm und der Hölle, sodass dieser Diener die Hölle nie berührt. Und Allah sagt weiter, wenn sein Diener bereuend zu ihm kommt, mit Sünden, welche die Erde füllen und bis zum Himmel reichen, Allah diese vergibt, ohne dass es ihm irgendetwas ausmacht. Keine Sünde ist so groß für Allah und erst recht nicht im Ramadan. Deswegen wird dieser Monat auch gerne Monat der Vergebung genannt. Und im Übrigen haben wir alle zwei Engel auf unseren Schultern, welche unsere guten sowie die schlechten Taten aufschreiben. Und es ist von Allahs Barmherzigkeit, dass die schlechten Taten mit einer Verzögerung geschrieben werden. Sprich, wenn wir innerhalb einer bestimmten Zeit die Tat wieder bereuen, verzichtet dieser Engel drauf, es überhaupt aufzuschreiben. Subhanallah. Und wir sollten natürlich auch ganz besonders in diesem Monat an unsere Geschwister denken, welche finanziell nicht gesegnet sind, zumindest nicht in diesem Ausmaß, wie wir es sind.
Mohammed sagt, die Muslime bestehen aus einem Körper. Und wenn ein Körperteil leidet, dann leidet der gesamte Körper. Wir sollten sie in unseren Gebeten festhalten, ganz besonders kurz vor dem Fastenbrechen, denn wie wir wissen, wird die Dua vor dem Fastenbrechen von Allah nicht abgewiesen. Und wenn wir Dua machen für einen anderen Muslim, stehen die Engel in Reihen an unserer Seite und machen für uns dieselbe Dua. Wir sollten also, oder wir müssen, vor allem im Ramadan, unser Ziel, also das Paradies, immer vor Augen halten. Und wir sollten wissen, das Paradies ist nicht billig. Es ist für diejenigen, welche ein wenig Anstrengung auf sich nehmen. Und Allah verspricht uns, dass nach der Anstrengung die Erleichterung kommt. Mögen wir nicht zu denjenigen gehören, über denen der Gesandte Allah sagte, dass sie Versager sind. Die Sahaba wunderten sich und fragten, wer ist gemeint, o Gesandter Allahs, woraufhin Muhammad s.a.w. sagte, derjenige, der den Monat Ramadan erreicht, aber keine Vergebung von Allah bekommt, ist ein Versager. Warum? Weil es gibt keine leichtere Gelegenheit, Allahs Vergebung zu bekommen, außer im Ramadan. Mögen wir vielmehr zu denjenigen gehören, welche durch das Tor des Fastens das Paradies betreten dürfen. Und vor allem möge Allah uns helfen, uns ein wenig zu erziehen, besonders im Ramadan, dass wir nicht leben, um zu essen, sondern vielmehr essen, um zu leben.